Willi Herrens Freunde nehmen Abschied von ihm. Diese Nachricht erschüttert am vergangenen Dienstag die deutsche Promi-Welt. Der Entertainer wird tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Die genaue Todesursache ist noch unklar. Der aktuelle Ermittlungsstand deutet jedoch auf eine Überdosis hin. Fast 30 Jahre ist Willi im Showbusiness tätig. Aus vielen Kollegen werden in dieser Zeit Freunde. Sie sind fassungslos, dass ihr guter Freund mit gerade einmal 45 Jahren stirbt. 1992 lernt der zweifache Vater Rebecca Simoneit-Barum am Set von Die Lindenstraße kennen. Auch nach seinem Serienaus bleiben die beiden in Kontakt. Zu diesem gemeinsamen Bild schreibt die 43-Jährige: Willi, du warst mir über Jahrzehnte ein wahrhaftiger Freund und Kollege. Ein so großer Schauspieler. Es bricht mir das Herz, dass du keine Zeit mehr hattest, dies noch einmal zu beweisen. Es darf nicht sein. Auch mit Efantia Benetatu verbindet Willi eine jahrelange Freundschaft. Mit rührenden Videos gedenkt die Ex-Bachelor-Finalistin des Reality-TV-Stars. Und bitte. Ja, warte, Schatz. Was ist? Das ist gerade rote Beete. Lecker, ne? Du jetzt nicht, oder? Doch. Nein. Siehst du, sag ich dir. Camera on, Willi on. In einem weiteren Post verleiht sie ihrer Trauer Ausdruck. Sprachlos, entsetzt, erschüttert, schockiert und in tiefster Trauer. Ich kann es nicht fassen. In all dem Trubel der Öffentlichkeit hast du uns gezeigt, dass es nicht nur oberflächliche Bekanntschaften gibt, sondern auch Freundschaften, auf die man zählen kann. Wie groß das Herz des Ballermannstars ist, weiß auch Menowin Fröhlich. Der Ex-DSDS-Finalist kämpft seit Jahren öffentlich gegen seine Drogensucht. Für seine Doku Menowin, mein Dämon und ich wird er dabei auch von Kameras begleitet. Willi unterstützt den Sänger und fiebert in den vergangenen Monaten vom Bildschirm mit. Umso geschockter ist Menowin nun von der Todesnachricht. Ich habe gerade die Nachricht erreicht, dass der Willi gestorben ist. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es kommt mir irgendwie so vor, als wäre das alles jetzt nur ein schlechter Witz. Es war echt ein feiner Kerl. Der hat das Herz im richtigen Fleck gehabt, nur hatte leider dieses fucking Problem und kam einfach nicht weg davon. Auch Julia Siegel ist zutiefst erschüttert. Die DJ und Willi kennen sich seit Jahren. Noch vor wenigen Wochen stehen sie für Promis unter Palmen gemeinsam vor der Kamera. Ich habe mit Willi in den letzten Monaten sehr engen Kontakt gehabt. Sehr, sehr eng. Er wollte auch jetzt die Tage bei mir übernachten. Und mein absolutes Beileid geht echt an die Kinder und an die Enkelkinder. Ist ja mehrfacher Opa auch. Und ich verabschiede mich noch mit ein paar schönen Bildern von Willi und mir. Ich grinse in Sekundentakt. Nein, falsch. Nein, das war richtig. Nein. Das war richtig. Die Aufnahmen von Willis Freunden machen eines klar. Trotz Rückschlägen im Leben ist der Ex-Sommerhaus-Teilnehmer bis zum Ende lebensfroh und optimistisch. Und genau so wird Willi in den Herzen seiner Lieben weiterleben.